Ich habe die Post geholt. Hier ist ein Brief für dich. Von der Theater AG? Von? Da geht es um die Rollenverteilung im neuen Stück. Die Prinzessin spielt Claudia. Die Königin spielt Charlotte. Und den Karatekämpfer spielt Paul. Und ich den Affen. Ich war mir so sicher, dass ich Karate kämpfe. Ich habe auch schon geübt. Aber der Affe ist doch auch eine Hauptrolle, das ist doch nicht schlecht. Ja. Affen, sowas Blödes. Die benehmen sich doch immer so komisch. Ich heiße Katrin und ich liebe Tiere. Ob im Dschungel, unter Wasser oder direkt vor der Haustür. Mit meiner Kamera schieße ich coole Tierfotos. Und manchmal kann ich sogar die Sprache der Tiere verstehen. Willkommen in meiner Welt. Ich als Affe, wie sieht das denn aus? Mama, du sollst anklopfen. Darf ich mal raten, war das ein Orang-Utan? Oder ein Gorilla? Oder ein Weißbüscheläffchen? Affen. Hm. Wie bewegen die sich eigentlich? Affen bewegen sich sehr flink und sehr geschickt. Fast 200 Affenarten gibt es weltweit. Die meisten leben auf Bäumen. Aha, manche Affen verbringen ihr ganzes Leben da oben. Wenn der nächste Baum etwas weiter weg ist, kein Problem. Die haben keine Angst, weit zu springen. Oben ist es auch viel sicherer. Gibt's kaum gefährliche Tiere, wie auf dem Waldboden. Und wenn sich ein Raubvogel nähert, ein Warnruf genügt und alle bringen sich in Sicherheit. Ist die Luft rein, dann ist Zeit für Freunde und Familie. Fast alle Affen leben gerne mit Artgenossen zusammen. Genauso wie wir Menschen. Am besten gucke ich mir mal echte Affen aus der Nähe an. Onkel Andreas kann mir bestimmt welche zeigen. Mama, darf ich in den Zoo? Ach, das sind Makis. Die hat mir Andreas schon mal gezeigt. Sicher alle voll. Weintrauben. Hey, hey, am besten wird nicht fotografiert im Zoo. Hey. Die kommen nur von einer einzigen Insel, bei Afrika. Madagaskar heißt sie. Also ich komme vom Mond. Das glaubst du doch selber nicht. Na klar, Mond, Afrika, fängt alles mit M an. Also diese Affe ist verwirrt. Selbst verwirrt. Du, die Affen wissen echt nicht, wo sie herkommen. Hä? Mond. Wieso denn? Du, was du da machst? Das erinnert mich daran, wofür ich dich heute brauche. Ich will nämlich wissen, wie sich ein Affe bewegt. Vielen Dank auch. Ah, da habe ich wirklich eine klasse Idee. Da gibt es einen Affen, da können wir ganz nah ran. Hast du Lust? Komm mit. Die Menschen finden Affen spannend, weil sie uns so ähnlich sind. Der offizielle Name für Affen ist Primaten. Die Menschen gehören auch zu der Primatengruppe.
aber das weißt du ja bestimmt schon. Affen haben zwar viel mehr Haare als wir, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Mit den Händen zum Beispiel gehen sie sehr geschickt um. Damit können sie klettern oder etwas festhalten. So wie wir. Nach dem Essen machen auch Affen gern mal ein Nickerchen. Am ähnlichsten sind uns die Menschenaffen. Schimpansen kümmern sich, genau wie wir Menschen, viele Jahre um ihre Kinder. Gorillas sind die größten Primaten. Größer als Menschen. Und über Orang-Utans erzähle ich dir gleich noch was. Jetzt lernen wir erstmal ein echtes Affenbaby kennen. Guck mal, das ist Kim, unser Gibbon-Kind. Und da ist die Anke. Hallo, Andreas. Hallo. Das ist praktisch die Mutter von Kim. Hat Kim keine Gibbon-Mutter? Doch, Kim hat auch eine Mutter. Ja, das war ein Problem, ne? Kim hat sich einen Arm gebrochen mit 7 Monaten und dann braucht er einen Gips. Und die Affen machen alles ab vom Arm. Ne? Wenn irgendwas dran ist, macht die Mutter alles ab, aber der Gips musste dranbleiben. Und deshalb hat Anke den kleinen Affen aufgezogen. Zu Hause, ne? Ja. Und wo schläft er dann? Der hat einen Einzelkäfig, wo sie dann über Nacht dann drin ist. Ansonsten am Tage ist er dann natürlich dann in der Wohnung oder ist mit mir unterwegs. Und das heißt also, Kim sieht man auch hier im Zoo nie ohne dich? Nee, eigentlich nicht. Hm? Nur im Doppelpack. Bist die Mama? Ja. Ich würde ja auch ganz gerne mal Affenmama sein. Darf ich den auch mal nehmen? Wir können es gerne mal probieren. Das geht. Die Frisur kannst du vergessen. So geht's den ganzen Tag. Ich will ja wissen, wie sich so ein Affe bewegt. Kann mir der Gibbon da weiterhelfen? Na, das kommt drauf an, was für einen Affen du spielen willst. Willst du einen Gibbon spielen? Na, eigentlich einen Schimpansen. Na. Die sind anders. Also der Gibbon, der läuft ja so auf 2 Beinen, wenn er überhaupt läuft. Meistens hangeln die sich ja durch die Bäume. Also für dich wäre dann eher so ein Schimpanse, Orang-Utan oder Gorilla interessant. Und die machen ja diesen Knöchelgang, weißt du? Also mit den Armen nach vorne. Das können wir draußen gleich mal üben. Ja? Ja. Super. Okay. Okay. Tschüss, Anke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Kim. Tschüss, Kim. Zurück zu den Menschenaffen. Schimpansen und Gorillas bewegen sich im Knöchelgang vorwärts. Sie können sich aber auch aufrichten und auf 2 Beinen stehen. Fast nur auf Bäumen findet man die Orang-Utans. Schon die Babys sind super Kletterer. Und wenn kein Ast in der Nähe ist, muss Mamas Daumen hier halten. Coole Frisur, oder? Fast 10 Jahre lang bleiben Mutter und Kind zusammen. Immer gut festhalten. Im Huckepack geht's auf Mamas Rücken von Baum zu Baum. Ältere Kinder sind auch mal allein unterwegs. Aber ich glaube, wir üben lieber am Boden laufen. Denn eine Liane zum Klettern hast du ja bestimmt nicht zu Hause, oder? Schon nicht schlecht. Aber jetzt musst du ein bisschen drauf achten. Die laufen nicht hier drauf, so, sondern hier. So, auf den, ja, genau, auf den vorderen Knöcheln, hier, auf den Fingern praktisch. Ne? Für uns ist es ziemlich anstrengend, aber für die ist das besser. Ne? So Knöchelgang nennt man das. Und dann haben die den Rücken, guck mal, so ganz gerade. So, weißt du, so der Kopf bis hier oben, so eine Linie, so ganz gerade. Okay, so richtig? Ja, genau. Und? Nochmal hoch zum Baum? Ich übe da mal zu Hause vom Spiegel. Na gut, Affenverabschiedung. Und danke nochmal für die Tipps, mein Primatenonkel.
alleine die Hände auf den Boden zu bekommen. Dafür muss man ja schon Kunstturner sein. Ich hab's. Ich kombiniere einfach die Affenbewegungen mit coolen Karate-Tricks. Und dann werde ich der coolste Karate-Affe der Welt.